Ja, hallo und willkommen zu meinem Aussteigerkanal. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Ich wollte ja auch eine Außenküche und habe jetzt hier alles umgemodelt. Das hat ja vorher besser ausgesehen, aber naja, ist halt doch wie beim Hippie. Und der Fortschritt insofern ist dieser, dass ich jetzt schon Pfähle in den Boden gemacht habe hier. Wieder mit Zement, was ja eigentlich verboten ist. Ja. Weil ich habe, hier habe ich jetzt umgestellt, Töpfe und so, und zum Abspülen, Ofen, mehr Pfähle, noch mehr Pfähle. Ja, ich habe es jetzt so gemacht, weil ich habe noch quasi viermal diese weißen Dinger hier, diese Blechdinger übrig. 4 mal 3 Meter habe ich noch übrig und ein paar Pfähle. So, und jetzt habe ich gedacht, hallo Fidel, hallo Fidel, hallo Fidel. Auch ganz schön gewachsen. Jetzt habe ich gedacht, mache ich mit den langen hier zu. Weil ich kann ziemlich schlecht kochen, weil da der Wind von rechts und links überall reinschießt. Das ist ja grässlich. Und hier mache ich auch zu. Und habe ich diese Seite länger gemacht hier. Wie diese, die ist niedriger. Also kann ich diese, wieder so eine Aufbaukonstruktion machen. Und eben diese zwei Blechdicher, die ich dann übrig habe, 3 Meter, mache ich halt dann quasi so schräg darüber, also so quasi schräg, dass hier das Wasser dann hier abläuft. Dann mache ich halt hier eine Rinne und dann soll das Wasser da in die Blumen laufen. Weil eigentlich macht man es andersrum, so wie ich es an dem Dach hier gemacht habe. Ne? Hallo Mr. Sun, sag mal hallo. Der hat halt auch Lazy Sunday. Ne? So, dass man die längs so legt, dass der Regen halt ablaufen kann. Aber da ich so wenig Geld habe und ökonomisch sein muss, würde ich es diesmal anders machen. Da habe ich ein Katzenbrett gemacht. Ist doch auch süß, oder? Wie sie da liegt und pennt. Hey Lulu, sag mal hallo YouTube. Hallo YouTube. Hallo Lulu. Ja, das ist der Anfang meiner Außenküche. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Ich bin im Moment gerade pleite und spare gerade auf meine Holzlieferung. Also dann bis bald. Tschüss.